Ein schlankes Linux-System wie Archcraft läuft auch auf älteren Notebooks noch ausreichend schnell. Außerdem bietet die Linux-Distribution eine einfache Möglichkeit, ein fast originales Arch Linux zu installieren. Ich habe noch so ein schönes altes ThinkPad X220, das ich vor ein paar Jahren refurbished gekauft habe. Da ist eine Intel Core i7-2620M CPU mit 3,4 GHz drin, eine integrierte Intel Grafik HD 3000, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 128 GB SSD. Das matte kleine 12,5 Zoll Display hat eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel. Das kleine Notebook ist super, hat eine tolle Tastatur und lässt sich locker noch zum Surfen, Schreiben oder Programmieren benutzen. Das uralte Xubuntu, das da lange drauf war, soll jetzt von Archcraft abgelöst werden. Das ISO-Image von Archcraft besteht aus einem Live-System zum Ausprobieren, das dann zwei Installationsassistenten bereitstellt. Einmal den kommandozeilenbasierten ABIF-Installer, der leider kein Deutsch kann, sowie den grafischen Installer Calamares, der in wenigen Schritten ein funktionsfähiges System mit Desktop installiert. Archcraft ist im Prinzip ein waschechtes Arch Linux, das vom Archcraft-Projekt zu einem funktionierenden System zusammengestellt wurde und mit eigenen Konfigurationen für Window Manager und ein paar Komfort-Tools daherkommt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was interessiert mich das, woher die Pakete kommen, dann findet ihr die Antwort auf der Website. Da steht nämlich, Archcraft is a one-man's project. Und zwar das Ein-Mann-Projekt von Aditya Shakya. Das heißt auch, die Pflege der Distribution hängt an einer einzigen Person. Für eine Linux-Distribution eigentlich ein Unding, weil dann leicht Updates mal ausbleiben können oder die Distribution irgendwann einfach nicht mehr gepflegt wird. Und für die Sicherheit des Systems ist das schon gar nicht gut. Bei Archcraft sehe ich da allerdings kein Problem. Die wichtigen Systemkomponenten stammen alle aus den Arch-Linux-Paketquellen. Die Updates dafür sind also schon mal gesichert. Die Archcraft-Paketquelle liefert vor allem Themes, Icons, ein paar Tools, die in den Arch-Paketquellen fehlen, wie Yay, Simple Screen Recorder oder OpMenu Generator und angepasste Versionen der Window Manager. Sollte die Distribution eines Tages nicht mehr weiterentwickelt werden, könnte man diese Pakete und die Archcraft-Paketquelle entfernen und das System als reines Arch Linux weiterbetreiben. Archcraft setzt auf schlanke Window Manager statt einer komplexen Desktop-Umgebung. Das heißt, das System braucht weniger Arbeitsspeicher, bietet aber auch weniger Komfort. Das Standard ISO-Image nutzt OpenBox, bei der Installation kann man aber auch BSPWM einrichten. Oder einfach beide. An einigen Stellen trickst Archcraft aber und borgt sich Tools aus dem XFCE-Desktop. Dadurch gibt es zum Beispiel diesen Einstellungen-Dialog, der mehrere Konfigurationsdialoge versammelt. Viel ist nicht vorinstalliert, Firefox ist als Browser dabei, als Dateimanager ist Tuna gedacht, der stammt ja auch aus dem XFCE-Fundus. Und außerdem installiert ist noch der Kommandozeilen-Dateimanager Ranger. Sieht auch schick aus. Außerdem gibt es die Entwicklungsumgebung Genie, Simple Screen Recorder, den habe ich ja schon erwähnt. Dann gibt es einen schlichten Bildbetrachter Vunior, Nitrogen zum Wechseln des Hintergrundbilds, den Quantum Theme Manager, den Dokumentenbetrachter Atril für PDFs, Gparted zum Partitionieren, einen Taschenrechner, Melt zum Vergleichen von Dateien, MPD zum Abspielen von Musik und einen ganzen Schwung mehr, sowie etliche Konfigurationsdialoge. Wer weitere Software installieren will, muss das mit Pacman auf der Kommandozeile machen. Das gilt auch für das Einspielen von Updates. Allerdings ist außerdem Yay, also der AOR-Wrapper, vorinstalliert. Man kann damit leicht Software aus dem AOR installieren, ohne die von Hand zu kompilieren. Flatpak ist erstmal nicht installiert. Wer Programme als Flatpak einrichten will, kann aber einfach das Paket Flatpak nachrüsten. Unter der Haube arbeitet bei Archcraft ein aktueller Kernel 6.12 aus den Arch Repositories. Als Shell auf der Kommandozeile ist ZSH5.9 eingerichtet und als Standard-Terminal-Programm dient Alacrity, aber auch das XFCE4-Terminal und Kitty sind vorinstalliert. Den superschnellen Window-Manager OpenBox vorkonfiguriert zu kriegen, spart eine ganze Menge Zeit. Wenn man den selber installiert, dann ist nämlich nicht viel dran. In einem Sekundenbruchteil lädt der Window Manager, aber man sieht nur einen schwarzen Hintergrund und den Mauszeiger.
Ein Rechtsklick öffnet dann ein rudimentäres Menü, aber da fehlen im Zweifel sogar die Anwendungen. Alles Weitere muss man selber installieren. Panel, Hintergrundbild, ein Anwendungsmenü und so weiter. In Archcraft zeigt Polybar oder wahlweise Tint 2 eine Leiste mit Infos. Plank kann eine schicke kleine Leiste, zum Beispiel hier unten, mit Programmstartern auf den Desktop zaubern. OpenMenu füllt das Anwendungsmenü und Rofi startet Apps. Archcraft bringt 15 verschiedene Themes für den Window Manager OpenBox mit. Die können nicht nur ganz unterschiedlich aussehen, sondern auch verschiedene Funktionen mitbringen. Hier im Standard-Theme sorgt das Tool Polybar für eine Leiste im oberen Bildschirmrand. Hier sind ein Arbeitsflächenumschalter, Systeminformationen, ein Widget für die Steuerung des Media Players und ein Bereich für Bluetooth, WLAN, Akkuanzeige und Lautstärke untergebracht. Außerdem gibt es ganz rechts eine Schaltfläche, die einen Rofi-Dialog zum Herunterfahren und Abmelden öffnet. Die Leiste kann mal breiter, mal schmaler sein, oben oder unten liegen und mehr oder weniger Dinge anzeigen. Rofi erfüllt in Archcraft gleich mehrere Funktionen. Das Tool kann in der Leiste als eine Art Anwendungsmenü auftauchen, das die installierten Programme auflistet. Oder es öffnet einen Programmstarter in der Mitte des Desktops, der denselben Zweck erfüllt. Manchmal kann man hier zwischen vier verschiedenen Tabs wechseln, grafische Programme aufrufen, Kommandozeilentools auflisten, in den Dateien stöbern und die geöffneten Fenster anzeigen. Und Rofi kann auch einen Dialog zum Herunterfahren anbieten. Mit Themes lässt sich Rofi optisch anpassen. Ein Rechtsklick auf den Desktop öffnet OpenMenu. Das kleine Menü sieht in jedem Theme anders aus. Mal ist es umfangreicher, mal sind nur wenige Einträge drin. Über Preferences OpenBox lässt sich einiges konfigurieren, etwa ob und welche Icons das Menü zeigt. Manche Dinge lassen sich nur über die Konfigurationsdateien anpassen, anderes geht bequem übers Menü. Allein für die Farben des Terminals stehen hier 65 Farbkombinationen zur Wahl. Auch die Schriftart einzelner Desktop-Elemente lässt sich hier ändern. Mehr Infos dazu gibt's auf der Archcraft-Website. Mein erster Eindruck ist, Archcraft ist eine schöne, schlanke Linux-Distribution auf der Basis von Arch Linux und eignet sich auch prima für ältere Rechner. Die Installation lief sowohl auf meinem ersten Testsystem als auch auf dem ThinkPad X220 reibungslos durch. Und in den OpenBox-Konfigurationen steckt echt viel Arbeit und Liebe fürs Detail. Der Desktop lässt sich super mit der Tastatur bedienen. Der Archcraft-Entwickler verkauft weitere ISO-Images gegen Geld. Die bieten weitere Themes an und es gibt auch Images mit Wayland-Window-Managern wie Hyperland und Sway. Die Dokumentation im Archcraft-Wiki ist gut und erklärt Tools, Tastenkombinationen und sowas. Wer sich mit Arch Linux auskennt, wird sich hier gleich wohlfühlen. Für den Einstieg in Linux ist die Distribution eher nix. Denn außer ein paar grafischen Konfigurationsdialogen muss man hier schon wissen, was zu tun ist. Was haltet ihr von Archcraft? Schreibt's mir gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.